Sieht aus, als wären in Car City Straßenarbeiten in Gange. Edna und Billy scheinen eine Menge Spaß bei der Arbeit zu haben. Hallo, Dane. Sieht aus, als hättest du Spaß, deinen Freunden bei der Arbeit zuzusehen. Dane, sei vorsichtig. Du solltest nicht auf frischem Beton fahren. Oh nein! Das bringt dich in große Schwierigkeiten. Ich befürchte, es ist zu spät. Der Beton ist schon hart geworden. Was machen wir nur? Was sagst du, Edna? Wir sollten Supertruck rufen? Das ist eine super Idee. Lasst uns das machen. Hi, Carl. Wie geht's dir? Keine Sorge wegen der Schlaglöcher. Unser Bauteam verbessert gerade die Straßen in Car City. Leider gab es einen Vorfall nahe der Baustelle und wir brauchen deine Hilfe. Kannst du kommen? Perfekt. Danke, Carl. Edna und Billy haben eine neue Betonstraße gebaut, als Dane beschlossen hat, sie zu überqueren. Unglücklicherweise ist er auf frischen Beton gefahren und stecken geblieben. Sieht aus, als bräuchten wir etwas Stärkeres, um Dane da rauszubekommen. Sei bloß vorsichtig, Supertruck. Dane ist nicht so hart wie Beton. Dieser Bohrer hat mehr Power, als ich dachte. Ich glaube, da geht was schief. Oh nein! Der Superbohrer verursacht ein Super-Erdbeben! Supertruck, stopp! Ach du meine Güte, ein Feuer ist ausgebrochen. Leute, ihr müsst euch beruhigen. Bleibt weg vom Feuer. Supertruck, du musst schnell was unternehmen. Keine Sorge, Dane. Supertruck weiß genau, was er tun muss, um dich zu retten. Gute Arbeit, Freunde. Das nenne ich klasse Teamwork. Ja, das Feuer ist unter Kontrolle. Und du bist frei, Dane. Das war eine beängstigende Situation, was, Dane? Supertruck, vielen Dank, dass du uns vor dieser Katastrophe gerettet hast. Du bist ein wahrer Superheld. Und ihr beide wart auch sehr mutig. Gut gemacht. Was ist los, Leute? Ah, ich verstehe. Der ganze Beton ist hart geworden und ihr könnt eure Arbeit nicht fertig machen. Ha? Du hast eine Idee, Supertruck? Klasse! Der Beton ist wieder weich und ihr könnt eure Arbeit fertig machen. Gut gemacht, Supertruck. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Hey.
Hey Jungs, macht ihr ein Elfmeterschießen? Wow, klasse Tor! Oh oh, sieht aus, als gäbe es Probleme in Car City. Das schaust du dir besser an. Sieht aus, als wären Massimos Reifen gestohlen worden. Und Mathilda hilft ihm, sie zu suchen. Ich glaube, sie können sie nicht finden. Stimmt, ich bin mir sicher, du kannst ihnen helfen, die Reifen zu finden. Schon gut, Massimo. Supertruck wird die verschwundenen Reifen finden. Supertruck. Richtig. Etwas, das fliegen kann, wäre perfekt. Na klar. Ein Hubschrauber. Okay, du hast von hier oben einen super Überblick, Karl. Siehst du die verschwundenen Reifen irgendwo? Du hast etwas entdeckt? Ich frage mich, woher der kam. Stimmt. Sieht aus, als käme er aus Richtung der Baustelle. Schauen wir uns das genauer an. Du hast die Reifen gestohlen, um Reifengolf zu spielen? Und Walter musste sie auch noch für dich tragen? Supertruck, er flüchtet. Du fliegst ihm besser nach. Ah, verdammt. Jerry versteckt sich im Tunnel. Wie bringen wir ihn da raus? Aaron mit dem ST-3000. Der Telekinesestrahl. Wow, du ziehst Jerry mit der Kraft des Telekinesestrahls. Haben wir dich. Guter Schlag, Massimo. Und schau, du hast deine Reifen zurück. Jerry, die Reifen zu tragen ist eine Strafe fürs Stehlen. Richtig, Mathilda. Verbrechen zahlt sich nie aus. Na dann, genießt euer Spiel.
Barry macht seine Arbeit wohl sehr gerne. Schaut nur, wie viel Spaß er hat. Was war das, Gary? Hast du das Geräusch gehört? Ach du meine Güte! Gary, schnell, versteck dich irgendwo! Es ist ein Geist! Oh nein, er hat dich gefunden! Wir müssen Hilfe holen! Bleib hier, Gary, ich werde Supertruck rufen! Hi, Carl, wir haben einen Notfall! Gary, der Müllwagen wird von einem Geist gejagt! Bitte hilf ihm, er hat schreckliche Angst! Geist ist sehr schnell. Du musst noch schneller sein, um ihn zu fangen, Carl. In welches Fahrzeug wirst du dich verwandeln, Carl? Super Renntruck? Klasse! Schau, Supertruck! Der Geist versucht zu verschwinden! Schnell, ihm nach! Das war's, du Geist. Du kannst nirgendwo hin. Irgendetwas ist komisch an diesem Geist. Ich glaube, da versteckt sich jemand unter diesem Tuch. Okay, Supertruck. Ich glaube, jetzt können wir endlich herausfinden, wer sich unter diesem Geisterkostüm versteckt. Aha! Ich hab gewusst, du bist kein echter Geist. Warum hast du das gemacht, Jerry? Du hast dein Kostüm für kommendes Halloween ausprobiert? Ich verstehe. Aber Gary hat ganz schön Angst bekommen wegen deinem Kostüm. Er dachte, du wärst ein echter Geist. Aber jetzt ist es ja gut. Das Rätsel wurde gelöst und Gary wurde gerettet. Das ist echt nett von dir, Jerry. Du bist ein wahrer Freund. Supertruck, was machst du? Supertruck, du bist so ein Scherzkeks. Tschüss alle zusammen, habt Spaß an Halloween.
Auf der Baustelle ist ganz schön was los. Schauen wir mal, was Billy und Edna so machen. Das ist viel Zement. Edna, pass auf! Oh nein! Billy, Achtung! Könnt ihr euch bewegen? Oh oh, der Container sieht aus, als würde er gleich runterfallen. Ich glaube, ihr braucht Hilfe. Hey Carl, wir brauchen deine Hilfe. Du siehst dir den Lego-Film an? Entschuldige, aber es ist ein Notfall. Billy und Edna stecken in nassem Zement fest. Sie stecken wirklich fest. Ich glaube, Carl hat eine Idee. Wow, ganz schön viele Leute. Es ist Supertruck. Er ist ein Presslufthammer-Truck. Cool. Der Presslufthammer bricht den Beton auf. Ich glaube, du musst dich beeilen. Der Container hält nicht mehr sehr lange. Oh nein, der Presslufthammer hat sich überhitzt. Uns rennt die Zeit davon. Ich glaube, du brauchst den ST-3000 hierfür. In was verwandelt sich der ST-3000 heute? Es ist der ST-3000. Und was ist das? Was auch immer er tun kann, er sollte es schnell tun. Es ist ein Laser. Prima. Billy ist frei. Wir müssen uns beeilen. Klasse Idee! Phew! Das war knapp! Ja! Supertruck und der ST-3000 haben's geschafft! Gut gemacht, Supertruck! Edna möchte wissen, wie sie dir für deine Hilfe danken können. Ich glaube, Supertruck hat eine Idee. Wow, es ist eine Lego-Party. Super. Cooles Lego-Auto. Aber wo ist Supertruck? Hast du Spaß bei deiner Lego-Party, Supertruck? Gut gemacht, Carl. Ich meine, Supertruck.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.